So, zwei Herzen fehlen noch. Oh fuck. Nein, 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 nein. Alter, ich regeneriere die ganze Zeit und jetzt nehmen die mir alles wieder weg. Diese Scheißviecher, ey. Komm, das mache ich lieber oben. Versuche ich mich erstmal zu retten. So. Wo geht's da eigentlich noch hin? Tja, niemand weiß es. Wir können auch noch ein bisschen Lapislazuli abbauen, obwohl das eigentlich völlig irrelevant ist. Das brauchen wir ja nicht für unsere Ziele. Und wo waren die andere Golderzader? Die war doch ja auch irgendwo unten. Warte mal, die war doch hier beim Abstieg. So, da können wir nämlich hier das eine Gold auch noch mitnehmen. Hat sich jetzt voll gelohnt. Und da ist ja noch mehr dahinter. Alter, wie viele. Wow, fuck. Wow, fuck. Das sollte ich. Nee, das mache ich. Nein, 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 nein. Alter, ich erinnere mich gerade an frühere Zeiten. Jetzt habe ich auch solche Sachen gesagt. Oh fuck, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Da unten ist es gruselig. Schnell. Ach, das geht doch nicht. Mann. So, dann hier erstmal kurz regenerieren. Also, ich muss mal gucken. Diamanten erstmal weg. Erstmal das Wichtigste so. 5 Gold, 4 Eisen. Dann hier erstmal ausleeren, das ganze Zeug, das Gold weg. Die Dinger weg, Lapis weg, das steinzige Zeug weg. Cobblestones, ich glaube, ich brauche mal eine neue Kiste. Machen wir gleich wieder eine Doppelkiste. So. Und die stelle ich mal da so hin. Und da können wir jetzt erstmal alles an Cobblestone rein tun. Beziehungsweise auch sowas hier. So, Bruchstein, Bruchstein, Steinziegel, die Dinger. Und alles weitere kann hier bleiben, außer Diorit. Zack, zack, zack. Die Dinger kommen natürlich hier unten hin wieder. Hä? Ach so. Ein Stack war schon voll. So, und dann versuche ich jetzt erstmal mit dem verrotteten Fleisch zu regenerieren. Kann ja auch manchmal sein, dass man nicht vergiftet wird. Beziehungsweise hungrig wird. So, ich guck mal, ob die Aufnahme läuft. Jo, die läuft. Sehr schön. Kann ja manchmal sein, dass irgendwas schief läuft hier. Wäre natürlich dann ärgerlich. So, und ich befürchte, dass ich so lange sitzen kann. Ich weiß es gar nicht, weil ich habe ja so eine Rücken-OP hinter mir, habe ich auch schon erzählt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich so lange jetzt hier aushalte zu sitzen, weil das belastet meinen Rücken natürlich dann auch. So, weiter essen. Haben wir nichts Essbares mehr. Ich muss jetzt oben mal versuchen, die Hühner zu züchten. Oh, da ist es ja schon. So, ich hoffe mal, der Weizen ist gewachsen. Das brauche ich nämlich jetzt ganz dringend. So, einmal müssen wir nämlich die Hühner hier züchten. Wir können natürlich auch mit Eiern werfen, aber ich will die jetzt erstmal noch nicht so verschwenden. Haben wir unten nicht noch einen Weizen in der Kiste? Ja, sehr schön. So, wer will noch? Du nicht mehr. Anscheinend du und du. So, damit sind natürlich lauter Tiere. Und die Eier werde ich dann gleich auch mal werfen.
Und ich muss auch immer darauf achten, wenn der Wordboarder sich vergrößert, dass er auch hier an der Seite... Was? Hä? Das ist ja interessant. Ich dachte, das haben sie gefixt, diesen Bug. Dass der Wordboarder, wenn er sich vergrößert, dass wir das auch ausleuchten immer. So, soll das gehen? Die Felder sollten sie mir eigentlich auch nicht zertrampeln, außer wenn sie hier hoch... Ach nee, das sollte eigentlich nicht gehen. Wir sind nicht mehr weit weg vom Zuckerrohr. So, dann gucke ich erstmal, was haben wir denn hier eigentlich noch alles? Also wir haben noch zum Beispiel das da und wenn Schweine fliegen... Das ist wahrscheinlich ein Sattel im Dungeon versteckt. Ich kann natürlich auch schon mal im Dungeon gucken, was wir da so Schönes haben. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so viel bringt, wenn ich da jetzt gucke. Nein, du nicht. Du hast mich schon einmal zu viel heute getötet. So, jetzt haben wir ja nur noch kleine Schleims, außer den. Die sollten ja machbar sein. So, Knochenmehl kann ich auch mal gebrauchen. Und die wieder hier mit der Handkante wegschlagen. So. Ja, leider geht es bei uns nur sehr langsam voran. Habe ich mir dann auch anders vorgestellt. Aber naja, machst du nichts. So, jetzt kann ich hier schon mal gucken. Auf die Kiste kann ich natürlich noch nicht zugreifen. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Was ist das für ein Spawner-Skelett? Gut, ich muss dann auch mal gucken, dass wir irgendwie nochmal einen Zombie zum Spawnen kriegen. Weil wir müssen ja das mit dem Diamanten machen. So. Oder wir müssen halt einem anderen Spieler das Ganze zuwerfen. Ach, guck mal. Du sollst ja nicht spawnen. Zombie, habe ich gesagt. Ich habe einen Zombie bestellt und nicht dich. So, schön die Kohle abbauen. So, aber langsam gewöhne ich mich wieder an das lange Reden. Ich merke das schon. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser als am Anfang der Aufnahme. Und ich hoffe nachher, wenn ich Staffel 5 aufnehme... Ach, na super, so kann man natürlich auch sterben hier langsam. Ich hoffe, dann geht es auch wieder ein bisschen besser. So, ein bisschen Kohle hier. Und natürlich ganz normal Cleanstone, beziehungsweise Cobblestone kommt da ja raus, wie man ja weiß. Und die schöne alte Musik. Alter, ich freue mich schon richtig auf Staffel 5, das wird so geil. Da kann man sich mal richtig so an die alten Zeiten erinnern und so. Ich muss auch sagen, ich bin ein Mensch, der das gerne macht, der sich gerne zurückerinnert an sowas. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da wirklich so ein richtiger sentimentaler Fan. Keine Ahnung. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Nope. Ach, das gibt's doch nicht. So, in die Kiste kommen wir natürlich auch noch nicht ran. Ach, wir können schon Eier dran werfen. Das ist ja interessant. Aber wenn die dann natürlich Hühner draus schlüpfen, dann sterben die da gleich. Das wäre natürlich unvorteilhaft. So, komm, bevor die Sachen die spawnen da unten.
Das ist jetzt nicht so cool. Ich mach mal folgendes, bevor der uns das jetzt hier wieder... Nicht auf die Sprache. Bevor der uns das jetzt hier wieder wegsprengt, gehe ich mal ganz kurz auf friedlich. Weil ich will meine Sachen nicht verlieren. Ich mache auch gleich wieder an auf normal. So, wir spielen ja auch auf normal, deswegen, ich bin ja easy gewöhnt. Ich spiele ja seit gefühlten 3 Milliarden Jahren easy und nicht normal. Und deswegen, ist ja alles noch ein bisschen schwierig. Wenn da mal normal ist, da wundere ich mich gleich, warum ich bei anderthalb Herzen schon mit einem Schuss tot bin. So. Das ist die 2, das ist die 4, das ist die 3, das hier ist irgendwas, das ist die 9. Und das ist normal. So, dann hier nochmal ein Brett und ein Stock, das sollte genau reichen. Dann gehe ich nochmal runter. Wir können natürlich hier die drei Dinger auch nochmal abbauen. Dann haben wir ein bisschen mehr Überblick. Ach, keine Ahnung. So, da was hin. Ich muss mir mal was einfallen lassen wegen dem Zombie, wie gesagt. Oh fuck. Nein, 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 nein. Nein, war da ein Creeper? Alter, ich habe gerade ganz kurz einen Creeper oder so gesehen. Es kann auch sein, dass ich hier nur diesen Schleimbaum in meinem Tag gesehen habe. Und ich schon paranoid bin wegen euch beschissenen kleinen Bastarden. Mann, geht doch einmal tot. Die sind so schwer zu treffen auch. Wow, fuck. Wow, fuck. Die kriegen mich, gell? Die kriegen mich. Jetzt habe ich schon wieder eine Fackel abgerissen, wie vorhin. Oh, hier bin ich erstmal sicher.